Hallo, lieber Patrick. Schön, dass wir jetzt zusammen hier diese ja krönende Folge miteinander zu einem großen, tiefen, weisen Thema und einfach auch ganz lebensnahen Thema miteinander eröffnen. Herzlich willkommen alle, die jetzt hier zuhören und zuschauen zu unserer Folge, zur 9. Folge der Staffel 2, zu Podcast Theta und Healing Wandel und heute zum Thema Spiritualität. Und ja, wir heißen euch ganz herzlich willkommen und laden euch ein, mit uns zu lauschen. Ein paar wertvolle Perlen wieder als Interviewpartner aus der Wandelwoche haben wir mit euch zu teilen, ein paar Einblicke. Und natürlich geben auch gerne wir unsere Erfahrungen und unsere Sicht auf das Thema heute an euch weiter, für alle, die ja, interessiert sind und uns zu lauschen. Und natürlich immer wieder auch seid ihr eingeladen, in Verbindung zu gehen mit uns und auch gerne uns Fragen zu stellen darüber hinaus, auch über diese Folge. Sind wir erreichbar? Und ja, das Thema ist groß, was nicht heißt, dass wir nicht trotzdem auch einfach anfangen können. Und das würde ich jetzt dann gleich machen, wenn du, Patrick, auch erstmal vielleicht ein kurzes Hallo sagen möchtest. Das möchte ich dir jetzt nicht vorenthalten. Dankeschön, Dankeschön. Ja, auch ein herzliches Willkommen von meiner Seite. Und ja, du hast es schon so wunderschön angesprochen. Das Thema ist groß. Das Thema mag vielleicht gleich sofort irgendwelche Bilder in die Köpfe rufen, vielleicht auch abgedroschen sein. Aber wir geben uns Mühe, wirklich noch viel tiefer zu gehen oder noch neue Blickwinkel zu eröffnen. Nach so langer Erfahrung, nach so vielen Jahren mit dem Thema Spiritualität, glaube ich, können wir Einsichten und Informationen teilen, die nicht abgedroschen sind oder das ganze Gegenteil davon sind, um euch da ein schönes Geschenk zu machen und ein spannendes Geschenk. Dankeschön. Ja, und ich freue mich auch immer jedes Mal auch auf diesen Flow und diesen Austausch, auch jetzt hier ganz live vor Ort mit, also vor in Raum und Zeit mit dir, Patrick. Und ich sage jetzt einfach mal gleich und tauche ein und teile mit euch mit das, was mir zum Thema Spiritualität, ja, was mir aufploppt, was mir am Herzen liegt. Und da kommt ja, ganz als allererstes in meinem Leben kann ich sagen, ist Spiritualität wirklich nicht mehr nur irgendein Wort, was irgendwie an der Wand steht oder in irgendeiner Zeitschrift, sondern das ist wirklich gelebte Praxis für mich, ohne dass ich das immer so mit dieser Überschrift Spiritualität präsent habe, sondern für mich, und das ist eigentlich auch mein Weg und der Prozess für mich, was es bedeutet, nämlich, dass es mehr und mehr ganz natürlich ein natürliches Sein ist, also dass wir nicht nur natürlich Menschen sind mit all unseren Ecken und Kanten, Schwächen und Stärken, wie auch immer, Fähigkeiten, Fertigkeiten wünschen, sondern eben auch, ja, wirklich da gleich uns zu sehen als göttliche Wesen, als damit auch spirituelle Wesen, also Menschen, ja, Wesen, die angebunden sind an das große Ganze. Und da komme ich schon zu dem Herzensstück für mich, was Spiritualität vielleicht bedeutet, ist für mich, dass es eben nicht mehr in so Clustern, in Mustern, in Segmenten, die voneinander getrennt sind oder in Konzepten gedacht sind, sondern dass es alles integriert, also alles einnimmt sozusagen, ist etwas Ganzheitliches und damit nicht nur vielleicht was im Kopf, ja, oder nur was ganz Mentales und Geistiges oder nur Meditatives, sondern nein, es ist auch was ganz im Körper, was wirklich im Körper Spürbares, ja, also auch da verbunden ist und natürlich auch mit unseren Emotionen, ja, auch mit dem, natürlich mit dem Thema Energie, ja, also auch da sind wir natürlich beim Theta und Healing Podcast hier genau richtig, also auch die ganzen Frequenzen mit reinfließen, über die Sensorik weit hinaus, ja, im Alltag, das, was wir sehen, riechen, schmecken können und so weiter, gehört auch dazu. Also für mich ist es wirklich etwas ganz praktisch Lebbares, Erfahrbares und trotzdem, und nicht trotzdem, sondern zugleich etwas Ganzheitliches. Das ist für mich wahre Spiritualität. Und für mich, und das erfahre ich an mir selber und in meiner Arbeit mit den Menschen, dass es etwas ist, was uns wieder in die Handlung bringt. Also das ist für mich echte Spiritualität, die gibt mir quasi meine Macht, meine Schöpfermacht wieder zurück, beziehungsweise ich erlaube es mir, dass ich sie auch wieder ja, überhaupt erstmal wahrnehme und damit dann auch in die Macht komme, nämlich in die Handlungsfähigkeit.
Und jetzt Achtung, mit Handlungsfähigkeit meine ich nicht immer Handlung per se, also auch wieder da auf der rein physischen Ebene. Das Machen, Tun, Leisten, ja, dass wir immer etwas machen müssen, sondern Handlungsfähigkeit bedeutet für mich in diesem Kontext auch ja immer mehr, dass ich die Wahl habe, ob ich etwas mache, ob ich etwas physisch auch lasse, also es nicht tue. Und das heißt aber nicht nur auf der Körperebene, sondern auch, was ich fühle, kann ich mit beeinflussen, ja, ob ich mich dem hingebe, damit identifiziere oder nicht, auch mit meinen Gedanken. Und dass ich aber spüre, ich bin sozusagen, oder ich bin der Kreator, der Gestalter, die Gestalterin von all dem. Ich gestalte mit, ja. Vielleicht nochmal dahingesetzt, hingestellt, auch natürlich, dass es auch gewisse kosmische Prinzipien gibt, natürlich. Ja, vielleicht so ein Lebensplan oder bestimmte Zeiten, wo manches besser passt, manches nicht. Ja, also im großen Ganzen. Aber was ich sagen will, es ist wirklich, und das ist die Einladung vielleicht auch an alle, etwas ist, was wir leben können, im Alltag praktisch erfahren und nicht sagen, entweder ich bin spirituell und damit voll in der ESO-Ecke, esoterisch und mache nur Räucherstäbchen und komme gar nicht mehr klar mit anderen Menschen im Alltag, wo es auch mal konfrontativer wird. Ne? Also nicht entweder. Oder ich bin quasi ganz ja, in dem System und komme gar nicht raus und kann gar nicht irgendwie mich selber vielleicht auch weiterentwickeln oder manches hinterfragen, sondern nein, es geht beides, alles zusammen. Vielleicht das an der Stelle, vielleicht Patrick, möchtest du dazu schon auch was sagen? Also, das ist wirklich für mich persönlich auch eine wunderschöne, wieder tagtägliche Erfahrung, dass es geht und dass das lebbar ist und wir das quasi auf die Erde holen können und nicht mehr nur irgendwo da oben in der Ferne darüber philosophieren können, sondern ganz klar uns hier konkret als ja, schöpferische Wesen, göttliche Wesen, als diese Wesen begegnen können und gestalten können. Das vielleicht erstmal von meiner Seite. Ich könnte noch mehr sagen, aber ich habe irgendwie gerade den Impuls, Patrick, ich würde gerne dich auch fragen, was sagst du, ist für dich Spiritualität, für dich vielleicht persönlich? Ja, danke schön, liebe Anna. Und ich gehe da total mit. Also genau das kann ich auch absolut unterstreichen, was du gesagt hast. Und ich kann das praktisch auch nur wieder noch vielleicht mit meinen Worten sagen oder noch weiter vertiefen. Aber wie schon am Anfang angedeutet, wenn wir diesen Begriff sehen, dieses Wort sehen, vor allem wenn man sich schon damit beschäftigt hat oder das im Außen irgendwo kennt, es kommen sofort Bilder hoch, sofort irgendwie Geschichten und Meinungen dazu. Aber das hat dann nichts letztendlich mit Spiritualität zu tun. Und gleichzeitig ist Spiritualität natürlich auch ein Weg, ja, der einen Anfang hat, der eine Mitte hat und der ein Ende hat. Für mich ganz persönlich bedeutet Spiritualität, besser gesagt, wahre Spiritualität, ja, mit gewissen Erfahrungswerten, dass man darin auch schon in gewisser Weise gereift ist und in sich, im Hier und Jetzt, in einer Mitte angekommen ist, jenseits von Konzepten. Also auch Spiritualität bedeutet für mich heute aktuell im Moment keine Konzepte davon zu haben, sondern ganz genau zu schauen, okay, was ist gerade da? Ja, wie du schon sagst, was ist für eine Frequenz da? Wie geht es meinem Körper? Was ist gerade los? Ja, spüre ich mich? Spüre ich die Außenwelt? Und gehe eben nicht in irgendeinen groben Vergleich oder in eine Bewertung, die mich dann schon wieder rauszieht aus der Spiritualität, aus der Mitte. Und wenn man da rein eintaucht in das Thema Spiritualität, besonders wenn man aus einer Geschichte kommt, und da meine ich jetzt, spreche ich jetzt so ein bisschen das Thema Spiral Dynamics an, dass man vorher sehr materialistisch unterwegs war, sehr hierarchisch, und dann plötzlich gibt es einen Wendepunkt, einen Wandel im Leben, und man entdeckt praktisch diese spirituelle Schiene, möchte ich jetzt erstmal für den Moment sagen, den spirituellen Bereich, dann ist das erstmal auch eine neue Geburt für jemanden, und alles ist total spannend, alles ist schön, man will da eintauchen, 100% nur da und weg von dem Alten oder weg von dem Materialistischen, und hat da viel Freude, möchte das teilen und hat viele Erkenntnisse und ist alles total schön und toll, aber gleichzeitig ist das halt nur sehr einseitig. Ja, und man baut dann so einen Schatten auch auf, gleichzeitig oft, ja, von Sachen, die man nicht will, ja, von Krieg und so, was schlecht ist, ja, und es gibt dann spirituell und es gibt dann das nicht spirituelle, ja. Aber
Es hat sich nur verdreht. Ja, die Welt hat sich nur verdreht, aber man ist nicht wirklich spiritueller schon geworden. Das heißt, in der Mitte anzukommen. Und darum möchte ich auch nochmal betonen, für mich Spiritualität bedeutet, in der Mitte anzukommen. Und wie komme ich in die Mitte? Indem ich mir beide Sachen anschaue. Ja, wertungsfrei beide Sachen anschaue. Und indem ich mich auch mit den in Anführungszeichen negativen Sachen, Themen, Menschen etc. auseinandersetze und mich auch darauf einlasse und auch auf meine Schattenseiten, alles das, was ich verdrängt habe, abgespalten habe. Das hat in diesem spirituellen Genre eigentlich immer, wird es immer weggelassen, weggedrückt. Ja, alles ist, wir sind alle eins, ja, diese Einheitserfahrung, ja, die gibt's. Aber wir leben trotzdem als Mensch auf einer Erde, auf einem Planeten und in einer gewissen Dualität, die es immer wieder da ist, immer wieder gibt, ja. Und die zu negieren, ist halt wieder Abspaltung und Schatten schaffen und nicht die Spiritualität, von der ich spreche, dass man in diese Mitte kommt. Und das ist ein super interessantes Thema. Mein Interview, was ich dazu geführt habe, was die Anna mit mir geführt hat, geht ein bisschen darauf ein. Andere Interviews aus der Wandelwoche gehen auch sehr stark darauf ein, besonders das halt auch wirklich zu leben. Und letzten Punkt, ich habe noch mehr, aber ein letzter Punkt für die Sekunde vielleicht, ist auch das Thema Meditation. Ja, am Anfang kommt das Thema Meditation zu einem und man denkt, man müsste meditieren, man müsste sich vielleicht hinsetzen oder man müsste dabei was hören oder eine angeleitete Meditation machen. Da fängt es auch wieder so kindlich an. Und man erwächst dann weiter und weiter und weiter, bis dann zum Beispiel das Thema vielleicht kommen könnte, ja, gelebte Meditation. Was wäre denn, wenn wir 24 Stunden am Tag meditieren, ohne uns mit dem Konzept Meditation aus dem Leben rauszunehmen, zu flüchten in etwas Gutes? Ja, und es gibt auch eine Menge Leute, die kommen zu mir und sagen, wenn ich das so mache, wie du das sagst, wie du anleitest deine Meditation, ja, dann kommt ganz viel Unruhe hoch, kommen ganz viele alte Gedanken hoch, alte Bilder und so weiter, geht es mir überhaupt nicht gut. Und dann sage ich, perfekt. Ja, genau das ist es auch. Und es ist ganz wichtig, halt durch diese Ruhe diesen alten Dreck aufzuwühlen, den man versucht hat, die ganze Zeit mit seinen Geschichten und Gedanken und Abläufen zu untergraben oder zu begraben, besser gesagt. Und dass das schmerzhaft sein kann, perfekt und nicht spirituell. Ja, die meisten beschränken sich dann. Das kann ich jetzt nicht denken, ja, und das ist schlecht und das führt mich in eine schlechte Frequenz oder so. Nein, eben halt auch diese Konzepte halt loszulassen. Und schauen, was passiert und nicht zu bewerten. Ja, schön, Patrick, danke. Ich habe da jetzt auch mich auch da gerade inspiriert und habe da gerade das Bild bekommen, dass es sozusagen, als würde man vorher auf einer Seite leben und eben mehr so in dem materialistischen, physischen, in der Formwelt eben. Dann würde man irgendwie wechseln in die scheinbar spirituelle Ecke und sagen, okay, das ist schlecht und jetzt bin ich auf der guten Seite. Ja, was wir eigentlich, wenn wir genauer hinschauen, im Alltag ganz viel sehen. Ja, also auch in den Medien, ja, also eben auch immer diese Polarisierung, wie du sagst, Dualität. Und da sind wir aber immer noch auf derselben, auch nicht wertend gemeint, aber sozusagen immer auf derselben, in derselben Perspektive auf die Welt. Also es ist immer noch entweder oder, ja, also auch wieder dieses Trennende da drin. Und auch, und das finde ich so zentral, das Identifizierende da drin. Einmal habe ich mich identifiziert mit dem, was ich alles habe. Ja, das andere ist, okay, ich identifiziere mich mit dem scheinbar Guten. Ja, und wenn ich sage, es gibt also Gutes, gibt es also auch das Böse, das ist dann das andere. Und das ist trotzdem die Identifizierung, egal womit am Ende. Und erst, wenn ich anfange zu begreifen, also begreifen wirklich auch mit all meinem Sein, anfangs vielleicht ja mit einer kurzen Idee, mit einem kurzen Impuls, der so mental kommt, vielleicht manchmal auch durch körperliche Leiden, wo ich merke, so geht es nicht weiter, wo auch immer dann die Türen und Tore sich dafür öffnen. Aber wie es weitergeht, ist quasi zu verstehen, okay, gehört alles dazu, ist das alles ein Spiel eigentlich. Und wenn ich dann verstehe, quasi die Spielregeln immer mehr durchschauen, durchblicken kann, dann werde ich immer mehr zur Spielerin, zum Spieler und nicht mehr jemand, der da auf dem Spielfeld quasi hin und her geschubst wird.
Und das heißt also für mich in meinen Erfahrungen eben auch, dass es wirklich bedeutet, ich bin okay damit, egal ob, ja, sozusagen in welcher Ecke ich jetzt gerade bin. Also auch mit dem, wenn mein Schatten hochkommt und auch wenn ich in Freude bin, gehört alles dazu. Ich nehme das so gut ich kann eben in meinem Tempo als, also verneine ich das nicht mehr, wie du sagst, begrabe ich das nicht mehr, ja, weil dann bin ich ja wieder nicht ganz. Und es geht ja das, was ich gesagt habe, mir darum, auch eben in meiner so Erfahrung, wie ich das sehe, wirklich immer ganzer zu werden, heiler, zu heilen eben. Und das finde ich total spannend. Also danke, dass du da nochmal das so mitgebracht hast. Und wie gesagt, das mit dem Identifiziertsein, das ist uns so oftmals nicht bewusst. Und ich kann wirklich sagen, eben dieses ehrliche Mitteilen, was ich ja jetzt eine Weile schon mache und anbiete auch, dass das ein Ziel, also wirklich so simples Tool ist, um da immer mehr aufzudecken. Also das passiert dann einfach, wenn wir das nach den Regeln praktizieren, wo ich überall festklebe quasi. Also wo ich überall so eine, sagen wir mal, durchsichtige Fäden habe, die mich eigentlich festhalten in diesem alten Energiefeld, in diesen alten Strukturen, was mir aber an der Oberfläche, was ich quasi so nicht sehe. Und erst wenn ich das alles kappe und im Sinne von einfach nicht aktiv dagegen ankämpfe und wegschiebe, sondern verstehe, ah, hier ist noch, hier habe ich quasi noch nicht losgelassen, ja. Also eher das Loslassen als Wegschieben. Und wenn ich das überall locker mache, ja, dann klar, dann kommt mehr und mehr zum Vorschein, was eben noch an Energie da ist, die vielleicht gestaut war in Form von unangenehmen Gefühlen auch. Unangenehmen, ja, also auch eine Krise vielleicht. Und deshalb, ja, das kommt dazu. Und das ist aber dann der Wandel. Da sind wir wieder mitten im Thema. Und vielleicht noch ein Punkt, der mir wichtig ist, noch das zu sagen zu dem Thema, gerade wenn ich also mich dafür öffne und merke, boah, jetzt, und das ist eine besondere Zeit, wie ich finde, ich merke das in so vielerlei Hinsicht, und es geht euch vielleicht ähnlich oder vielen, dass jetzt wirklich in dieser Zeit super, super Bedingungen auch sind, da mehr in diesen Prozess hinein sich zu begeben, also des Aufwachens wirklich. Und wir da viel Unterstützung bekommen, auch vom Universum. Und das kann ich wirklich sehen, dass wir das mit einem, ja, dass immer mehr Menschen auch da mit in Resonanz gehen. Und warum nicht? Und das ist jetzt mein Punkt nochmal, wenn es gerade so einen Wandel, so eine Lebenskrise vielleicht gibt, so ich mir das erste Mal im Leben Fragen stelle, die ich mir vielleicht vorher noch nie gestellt habe. Und warum nicht auch da, wenn also Teile von, sagen wir mal, dem Ego oder dieser Identifizierung sterben, ja, also dass auch sinnbildlich viele Tode sind, die wir dadurch laufen, warum nicht auch da eine Sterbebegleitung, dieser Punkt kam mir gerade jetzt in der Vorbereitung zum Podcast, warum auch nicht auch da eine Begleitung, eine Sterbebegleitung sich mir, also mir selber gönnen und erlauben und mir das selber wert zu sein, für eine gewisse Zeit jemand, der mir damit quasi auch Orientierung gibt, vielleicht ja wie ein Geländer, wie einfach vielleicht mich an die Hand nimmt, einfach für mich neben mir läuft und für mich da ist, um in diesen stürmischen Zeiten da zu sein. Und das finde ich, also für mich fühlt sich das total stimmig an, warum eben nicht da auch eine, ja, so eine Art Sterbebegleitung in Form von einem Coach, von einer Begleitung von Freunden, von Vernetzung auch mit, ja, auch gemeinschaftlich, also gemeinsam auch diese Zeiten zu durchlaufen, ist so essentiell und macht es uns zum Teil erst möglich und deutlich leichter und eben freudvoller, das Ganze, diese Prozesse auch zu genießen. Und nicht nur deshalb ist natürlich auch der Podcast da und auch die Wandelwoche. Und da können wir jetzt vielleicht gleich, ja, wenn du, Patrick, dann auch magst, noch eingehen, was unsere Sprecher zum Thema Spiritualität, die wir ja interviewt haben, unter anderem dich, nochmal, ja, einfach von ihrer Seite beigetragen haben. Das würde ich gerne nachmachen. Aber gerne nochmal an dich, Patrick. Was sagst du? Gerne. Ich habe noch einen kleinen Punkt mitgebracht, den ich gerne noch einfließen lassen möchte und zu dem Thema. Und es ist einerseits ein kleiner Witz, aber andererseits auch ein ultra wichtiges Tool, um sich weiterzuentwickeln, um diesen Wandelprozess zu nutzen, weiterzugehen, sich wirklich aktiv zu bleiben, handlungsfähig zu bleiben, wie du auch so schön gesagt hast.
Und um das nochmal ganz konkret sozusagen runterzubrechen, all diese auch vielleicht philosophisch rüberkommenden Gedanken von uns, wenn das noch nicht ganz greifbar ist für jeden oder der trotzdem noch mehr wissen will oder mehr Klarheit in diesem Gebiet haben möchte, für den habe ich sozusagen einen kleinen Test mitgebracht und den ich mit meinen Klienten mache, in allen Lebensbereichen, weil das ist total wichtig zu wissen in sämtlichen Lebensbereichen, wo stehe ich im Moment, weil das die einzige Grundlage ist, um irgendwo hinzukommen. Sich genau anzuschauen, wo bin ich jetzt im Moment und kann ich mir das anschauen? Traue ich mir das, dahin zu schauen, in diese Lebensbereiche und da Klarheit zu schaffen? Und da habe ich einen ganz einfachen kleinen Test, ja, zum Thema auch Spiritualität. Wie spirituell bin ich? Ja, um das mal ganz plakativ zu machen. Und diesen Test möchte ich ganz kurz jetzt noch mit euch machen. Wenn ihr die Möglichkeit habt, dann spult einfach zurück. Und ansonsten hört ihr einfach jetzt, wenn ihr live dabei seid, kurz einfach nur hin, um einen Eindruck davon zu bekommen, was es auch bedeuten könnte, laut dem Test, ja, den ich mache. Unabhängig jetzt von dem, wie ich das sehe oder wie Anna das sieht. Und das sind 8 Fragen. Und beantwortet die Fragen in euch oder schriftlich mit 1 bis 10 Punkten. 1 gehe ich überhaupt nicht mit, 10 ist, das stimmt genau. Ja, ungefähr so. Und ich lese euch jetzt die Fragen vor und ihr macht es schriftlich oder dann halt gedanklich und dann habt ihr am Ende so und so viel von 80 Punkten. Ja, und könnt euch dann prozentual oder wie ihr auch immer ihr wollt einschätzen. Ja. Ich fühle mich als menschliches Wesen sehr erfüllt. Ja, 0, 1 gar nicht oder 10 absolut. Zweite Frage oder Aussage. Ich habe eine klare Vorstellung meiner Bestimmung im Leben. Drittens. Ich lebe sehr bewusst und gehe achtsam mit allen Lebensbereichen um. Viertens. Ich unterstütze andere und mache die Welt zu einem besseren Ort. Fünftens. Ich akzeptiere alle Bereiche meines Lebens. Die guten wie die schlechten. Sechstens. Ich bin die meiste Zeit im Frieden. Siebtens. Ich halte aktiv Ausschau nach neuen Ideen und Strategien, um ein besseres Leben zu führen. Achtens. Meine spirituellen Einsichten sind definiert und ich kann sie klar artikulieren. Und das war auch schon der Ende, das Ende des Tests. Und es ist nur ein Test von vielen. Ja, aber in gewisser Weise schafft er für den Moment, ja, mit diesem Beispiel ein konkretes Momentum, einen konkreten Bauplan, wenn man den braucht, um sich zu verorten, um anhand dieses Tests erstmal zu gucken, okay, was bedeutet Spiritualität überhaupt? Was kann es überhaupt bedeuten? Und in Bezug auf diesen Test, wie spirituell bin ich? Ja, ist zwar jetzt auch nur in Form von einer Bewertung, aber man kann damit näher zu sich selbst kommen, was dann ja auch wieder der Mitte entspricht oder Spiritualität. Ja, daraus kann man sich natürlich auch wieder weiterentwickeln und weiterkommen. Aber nur kurz dazu, das wollte ich unbedingt mit einbringen, falls es für den einen oder anderen interessant ist, das nochmal gehört zu haben oder wirklich auch gemacht zu haben und damit vielleicht auch ins Handeln zu kommen. Und jetzt will ich tatsächlich dann auch übergehen zu unseren 4 Interviewpartnern. Und hier haben wir es gut aufgeteilt. Die Anna hat 2 Interviewpartner gehabt und ich habe 2 Interviewpartner gehabt. Und ich hatte einmal die Silke Locher und einmal den Rama uns in der Wandelwoche im Interview. Und ja, wenn es okay ist, Anna, dann gehe ich ganz kurz auf die Interviews ein. Sehr gerne. Ja, okay. Ramas Motto ist einfach sein. Und er sagt, und das zitiere ich jetzt, jenseits aller Worte begegnen wir uns hier. Kein Meister, kein Schüler, kein Ich, kein Du. Nur dieser Moment. Meine Geschichte ist nicht wirklich von Belang. Hier und jetzt geht es um Frieden. Und Frieden ist hier jetzt. Um dies zu erkennen, braucht nichts getan, verstanden oder gewusst zu werden. Oder gibt es etwas zu lehren, noch zu lernen?
Einfach sein mit dem, was ist. Und Frieden kommt ganz von allein. Das ist der Beitrag von Rama und ich habe ihn trotzdem gefragt, ja, aufgrund dessen, wo kommt er her, wie ist er da hingekommen? Und das ist eine unglaublich tiefe, krasse auch Transformationsgeschichte von einem Angestellten, ich weiß gar nicht, im Bankenwesen oder als Manager im Managementbereich, glaube ich. Und hat dann großen Transformationssprung gemacht, hat da alles hingeschmissen und ist tatsächlich in die Spiritualität von 0 auf 100 komplett eingetaucht mit allen Ängsten und Problematiken, was die Familie dazu gesagt hat, was die Eltern dazu gesagt haben, was Freunde dazu gesagt haben. Und hat sich trotzdem in diesem Prozess sehr intensiv selbst gefunden und ist heute als Begleiter und Lehrer auch unterwegs. Auch wenn er sagt, es gibt keinen Lehrer, aber um auf diesen Frieden einzugehen, auf dieses Sein, das er praktiziert. Darum geht es in diesem Interview. Und nicht nur mental tatsächlich und nicht nur mit seiner Lebensgeschichte, sondern auch, und das war unser tiefster Wunsch und unser Anliegen, genau das auch zu verkörpern in diesem Interview, das auch zu zeigen und euch da auch mit reinzuholen in diese Frequenz und das für euch erfahrbar zu machen. Und das fehlt für mich in vielen Interviews, in vielen Bereichen, in vielen Angeboten zum Thema Spiritualität, das auch wirklich direkt zu erfahren, direkt Erfahrungen davon zu machen, im Hier und Jetzt und nicht nur auf mentaler Ebene. Und für mich hat sich dieser Wunsch erfüllt, hat es funktioniert, für Rama auch. Und ich lege euch dieses Interview ultra gern ans Herz. Schaut euch das an, lasst euch davon berühren, von der Stille, von dem Einfachsein, um jenseits aller Konzepte diese Erfahrungen davon zu machen, die man danach auch nicht wirklich gut beschreiben kann oder weitergeben kann oder erklären kann. Man kann es immer nur wieder machen, diese Erfahrung, immer nur wieder ins Interview reingehen und machen. Ja? Mhm. Da kann man nicht wirklich viel rausziehen, was man verstehen kann, aber halt wirklich erleben. Und dann habe ich noch ein Interview geführt mit der lieben Silke Locher, die praktisch sich einreiht in das Beispiel mit ihrem Konzept Tief, Klar, Frei als Wegbegleiterin, Impulsgeberin und Mutmacherin wirklich einzuladen, auch die negativen Sachen anzuschauen. Und sie macht auch Sterbebegleitung. Sie geht auch darauf ein, auf große Themen, die wir eigentlich verdrängen, die wir eigentlich von der Straße holen, aus dem Bildschirm sogar fernhalten, was auch immer, womit wir gar nicht in Kontakt kommen, so wirklich leibhaftig. Das Sterben, der Tod, der Umgang, die Angst vor dem Tod, Angst vor Krankheit und so weiter. Und wenn wir wieder praktisch diese Reihe aufmachen oder diese Linie, sage ich immer so schön, hier ist praktisch das Gute und hier ist das Schlechte und beides ist absolut entgegengesetzt und in der Dualität, aber wenn wir zu sehr hier auf das Gute fokussieren und das Schlechte außer Acht lassen, dann sind wir genauso in der Dualität, wie wenn wir uns aufs Schlechte fokussieren und wenn wir uns nur auf die guten Seiten in unserer Gesellschaft konzentrieren. Was das Thema Tod anbelangt, kümmert sich Silke Locher um das Thema Tod und wir kommen in die Mitte. Ja, dahin, wo wir eigentlich hinkommen wollen. Laut meiner Sicht, laut Silkes Sicht vielleicht auch. Und sich das alles anzuschauen, genauso die guten wie die negativen Sachen, um in unsere Mitte zu kommen. Und es ist auch eine wunderschöne Arbeit. Schaut euch das Interview gerne an, wenn ihr mögt, wenn ihr mit dem Thema euch auseinandersetzen wollt oder müsst, das ist Hilfe, Heilung und Liebe pur. Und damit gebe ich gerne weiter an Anna. Wow, schön. Das macht Lust. Und ja, vielen Dank. Ich hatte gerade noch einen Gedanken, jetzt ist er irgendwie weg, aber kommt wahrscheinlich und gleich nochmal. Und dann mache ich mal weiter. Ich durfte, wie gesagt, die Anna-Christine Jensen interviewen. Und Anna-Christine, ja, ist auch ein Mensch, der wirklich auch eine ganz intensive, krasse Transformation hinter sich hat, natürlich auch noch mittendrin ist, aber jemand, der das quasi auch als Begleiterin, wenn wir so wollen, als Heilerin, Visionärin sieht sie sich eben auch in verschiedenen Punkten, auch in der Rolle als Frau, auch in der Rolle als Mutter, da das zu verkörpern, wie das geht, Spiritualität und eben auch dann nochmal die Brücke zu schlagen zum Online.
auch Business, ja. Also sie begleitet quasi auch in dem, was sie ja selber durch eigene Erfahrungen gemacht hat. Wie bekomme ich diese spirituellen Erfahrungen auch wirklich, ja, nicht nur ins Leben, sondern auch, wenn jemand sich da beruflich zum Beispiel selbstständig machen möchte. Und ja, wie kann ich das aufbauen? Und sie ist auch von Herzen zum Beispiel auch Künstlerin. Also auch in ihrer Arbeit als Coach zieht sie damit auch viele sehr kreative Menschen an, die dann quasi da auch nochmal eine Begleitung in den Raum bekommen, was ja eben auch genauso dazu gehört, ja, unsere Kreativität, unsere Intuition, also auch da genauso zur Spiritualität, da sehr wichtig sind, wie ich finde, dass die wieder noch mehr in Erscheinung treten dürfen, wenn sie denn verdrängt sind, ja, also wenn sie dann eigentlich auf dieser verdrängten, sagen wir, dunklen Schattenseite sind, sodass sie da auch Platz bekommen. Und ja, also ich finde, auch Anna-Christine geht es darum, wirklich da diesen Blick aufs Ganze zu wahren. Sie sagt also, wenn der Mensch im Gleichgewicht ist, dann ist es auch die Erde. Also auch da geht es wieder um das Wohl aller, um die Mitte jedes Einzelnen, aber auch damit kollektiv und damit sogar eben auch für den ganzen Planeten. Und ja, sie kennt auch zahlreiche Techniken und als Coach, genau. Also das ist auch eine sehr spannende und ich finde auch eine sehr, sehr authentische, erstmal ein authentisches Interview, so auf ihre Art, auf ihre zarte und auch sehr, wie ich finde, eben tiefe Art. Ja, also da, von daher kann ich das auch sehr ans Herz legen, das Interview von Anna-Christine. Und ja, final in dieser Runde möchte ich gerne jetzt mit euch teilen, was der liebe Patrick ja geteilt hat, auch im Interview da ein bisschen einführen. Und natürlich haben wir die Ehre, dass er hier höchstpersönlich anwesend ist, also auch ergänzen und überhaupt mitteilen darf. Ich steig mal so ein, Patrick. Genau, also für mich war das Interview, was ich geführt habe, mit dir führen durfte, sehr, ja, stimmt, leibhaftig, dass die Erfahrung im Sinne von, ich habe das wirklich mit meinem ganzen Körper spüren können, auch die Energie, die da geflossen ist, also eine ganz wunderschöne Präsenz einfach, ja, also auch eine Klarheit und die du natürlich mit uns geteilt hast, also das fand ich auch sehr schön und finde ich, also auch das dein Weg sozusagen auch ein Stück weit klar, auch deine Geschichte, nicht weil die Geschichte an sich eben, ne, wichtig oder unwichtig ist, sondern einfach um vielleicht näher zu verstehen zu können, wie du eben in deinem Prozess vorangekommen bist und warum du heute was auch anders siehst und vielleicht auch damit weitergeben kannst. Und als eine Essenz vielleicht ist eben, was du ja sagst, um alles zu bekommen, muss man alles verlieren können. Ja, und das ist jetzt nicht nur so ein Satz, sondern genau das ist das, so wie ich es verstehe, ja, auch was du immer wieder auf allen verschiedensten Ebenen, kannst du gerne auch nochmal jetzt eingehen, erlebt hast, ja, nicht freiwillig unbedingt, das kommt vielleicht jetzt, aber das war damals, denke ich, vieles eben sehr unfreiwillig, am Ende, aber dann oftmals eben erst im Rückspiegel doch wirkliche Geschenke. Und ja, das erstmal zu dir, vielleicht frage ich dich gerne einfach nochmal, Patrick, was hat es auf sich damit mit diesem Satz, den ich gerade gesagt habe, um alles zu bekommen, muss man alles verlieren können. Ja, von Herzen danke. Es ist so ein schöner Spruch, ich kann gar nicht glauben, dass er von mir ist. Ja, also wenn ich jetzt von dem Moment aus ankomme. Aber es ist tatsächlich praktisch in einem Spruch, in einem Satz irgendwie mein Leben, ja, was mich ausmacht. Und wenn man jetzt schaut, okay, ich bin jetzt, ich zeige mich hier vor der Kamera, ich zeige mich hier in einem Live-Podcast, ich zeige mich auf YouTube im Kongress oder wie auch immer. Und da kann man sich schnell mal die Frage stellen, okay, wie bin ich da überhaupt hingekommen? War ich nicht schon immer so? Ja, oder bin ich da total begabt oder irgendwie in gewisser Form? Und ja, kann das nicht jeder oder eben nicht jeder? Aber letztendlich geht es darum, ich komme ganz woanders her, ganz woanders her, wenn man sich mal die Geschichte angucken möchte. Ja. Und ansonsten wäre ich
Ja, ich bin sozusagen als kleiner Dorfnazi, ich möchte es jetzt einfach mal so ganz plakativ und krass aussprechen, weil es war tatsächlich so, ja, aufgewachsen und wäre da nie rausgekommen. Ja, mein Wunsch damals in der Grundschule, Sekundarschule, war, so schnell wie möglich aus der Schule rauszukommen in der 9. Klasse und Kfz-Mechaniker zu werden. Ja, also das ist so dieses Surrounding. Und wenn es jetzt nicht vom Leben total krasse Einschnitte gegeben hätte, sodass ich in sämtlichen Lebensbereichen immer wieder alles verloren hätte, wäre ich nie rausgekommen aus diesem Film, aus dieser Geschichte. Also es ist nicht irgendwie diese positive Geschichte, dass ich überall die Hände hatte, die mir was gezeigt haben, die mich gelehrt haben, die mich mitgenommen haben in eine schöne Welt oder in eine spirituelle Welt oder in eine Welt der Selbstständigkeit etc. etc. Nein, hat sich für mich damals bis heute so angefühlt, als wenn es halt tiefer, schlimmer Schicksalsschlag war und der mich da rausgekatapultiert hat tatsächlich. Und immer wieder aus dem Rückspiegel, aus dem Rückblick zu sehen, warte mal, das ist nicht richtig, ja, dass das irgendwie eine totale Katastrophe war und dass es ganz schlimm war und ist für mich, sondern es war ein Geschenk, es war tatsächlich ein Geschenk. Und dass mein Bewusstsein immer wieder gesprengt hat. Ja, mein Herz immer wieder gesprengt hat. Und es waren schmerzvolle Prozesse. Und darum ist es halt auch ein Teil meines Lebens, also nicht nur meiner Vergangenheit, sondern auch ein Teil jetzt meiner Berufung, jetzt meiner Arbeit als Life-Coach und Lichtbegleiter, wirklich das auch mit reinzunehmen. Dieses Unlicht, diese Schattenseiten, diese schwarzen Seiten, diese negativen Seiten und Menschen wirklich damit zu begleiten, solche Prozesse auch, also die Chance, ja, die zweite Seite der Medaille wieder zu erkennen und zu sehen und nutzbar zu machen. Da kommt nicht viel nur krass irgendwie Negatives auf uns, was uns irgendwie klein machen will. Das sind meist Geschenke, die uns den Anreiz geben, groß zu werden, weiter zu werden, Sachen hinter uns zu lassen, ja, Sachen zu verlieren. Es muss nicht heißen, dass das jeder so durchmachen muss oder jeder halt durch die gleichen Prozesse gehen muss. Aber wenn sich sowas abzeichnet oder wenn solche Geschichten in der Vergangenheit waren, dann habe ich die Möglichkeit, mit meiner kostenlosen Arbeit, mit meinem Podcast, mit meinen Kongressen, wie auch immer, Teil davon sein zu dürfen, euch dabei zu begleiten, euch das klar zu machen, euch das praktisch an die Oberfläche zu holen, was damit alles möglich ist. Und dass man keine Angst haben muss. Ja, und ich war mein Leben lang extrem Einzelgänger, extrem schüchtern, ja, und extrem introvertiert. Und jetzt mache ich hier einen Live-Podcast online, ja. Nicht, weil ich gut bin oder weil ich es drauf habe, ja, sondern weil ich meine Prozesse hatte, ja, dahin zu kommen, automatisch. Und darum kann ich auch heute aus dieser Perspektive eben nicht sagen, ich bin hier, weil ich irgendwie besser bin als andere oder weil ich irgendwie besondere Anlagen habe als andere. Überhaupt nicht. Ich bin einfach ein ganz, ganz normaler Mensch, ja, der sich auf diese Prozesse eingelassen hat und früh schon angefangen hat, Hilfe in Anspruch zu nehmen, um Hilfe zu bitten. Und früh schon den Punkt erreicht hatte, zu sagen, okay, hier komme ich nicht weiter. Ja, hier muss ich kapitulieren. Das war's. Ja, hier bin ich am Ende. Das einzugestehen und zuzulassen und damit wirklich sich zu öffnen für was auch immer, für was Größeres. Und das war halt auch einer der Momente, die viel aufgesprengt haben. Ja. Danke, Dankeschön. Patrick. Das berührt mich sehr. Und ich habe jetzt wieder auch noch kurz den Gedanken, der von weg war, ist gerade wiedergekommen. Der passt vielleicht auch noch mal ganz schön hier zum Ende. Also, dass es, wenn du jetzt gerade dieses Bild hattest, okay, hier komme ich nicht weiter, ja, hier ist zu Ende, als ob das quasi wie so ein Bild in einem Bilderrahmen ist und der Bilderrahmen eben zu eng ist, ja. Also das Bild ging halt nur bis hier, aber das, was ich jetzt erfahre, die Krise und was auch immer, passt da irgendwie nicht mehr in diesen Rahmen rein. Und ich denke, dass wie du das hattest und wir auch immer wieder, denke ich, alle, also viele haben zu sehen, okay, jetzt sehe ich klar, ich brauche Hilfe, hier geht es nicht weiter.
Irgendwie, es geht irgendwie weiter, aber ich weiß nicht wie. Ja, und dieses, für mich ist das eine Klarheit, also eine Klarheit im Sehen auch, dass da noch mehr ist, aber ich weiß nicht wie. Und sich damit auch überhaupt auch einzugestehen, okay, ich weiß es halt gerade nicht. Damit wieder eben die Tür öffnet, dass vielleicht das Bild, der Bilderrahmen dann auch quasi irgendwann weggenommen werden kann oder das Bild quasi wie in alle Richtungen sich ausweiten kann. Egal, ob der Bilderrahmen kann auch bleiben, aber irgendwann ist der nicht mehr wichtig, weil ich erfahre, wow, das Bild wird größer und ich komme in neue Räume. Und die verlassen halt diesen Bilderrahmen, also das, was da vielleicht auch an Dualität ist oder an alte Welt. Ich habe gedacht, bis hierhin, das ist die Wahrheit und bis hierhin geht die Welt, ne? Und auf einmal begreife ich und erfahre, alles ist viel größer verbunden und es sind viel mehr Möglichkeiten und Türen, die mir zur Verfügung stehen, wenn ich immer wieder mal, wie heißt es, kapituliere, also ich sterbe, ja, diesen Tod und klar sehe, hier ist es irgendwie zu Ende gerade und auch klar sehe, ich sehe gerade nicht über den Bilderrand hinaus, ja, aber ein tiefes Wissen in mir, eine Ahnung, eine intuitive Verbindung ist da, dass es irgendwie wird es weitergehen, ja, und dann sich da rein zu begeben in das Sterben, vielleicht mit Begleitung und dann fängt da die Spiritualität, also wird sie quasi, wird das Bild ganzer, ja, ganzheitlicher, bis wir vielleicht erkennen, dass wir von dem ganzen Bild umgeben sind, dass wir vielleicht im Bild sind, ja, dass es wie viel auch immer dimensional ist und wir da drin uns bewegen und begegnen können. Das ist für mich ja total schön, auch nochmal an deiner, so ein bisschen an deinen Erfahrungen so leibhaftig, die du mit uns geteilt hast. Vielen Dank auch dafür, für das Vertrauen und deinen Mut und wie schön, ja. Ich finde das sehr wertvoll, auch vielleicht für alle, die zuhören. Auch da nochmal zu wissen, dass auch wir beide, also auch ich, wir alle Menschen sind, ja, und uns eben damit auf Augenhöhe begegnen und nicht mehr in der Dualität, in schlecht und gut und wie auch immer besser, sondern eben als spirituelle Wesen, als menschliche Wesen. Ja, vielen Dank, Patrick. Das erstmal von mir an dieser Stelle, auch an alle Zuhörenden. Zu, ja, an treue und neue oder wie auch immer Zuhörer des Podcastes Theta und Healing. Und ja, vielleicht magst du Patrick noch kurz sagen, wie es und ob es weitergeht, denn heute ist es ja das Thema Spiritualität so der Abschluss gewesen, der Staffel 2, die die Wandelwoche begleitet hat. Die Wandelwoche 2.0, 22, also vom Jahr 2022. Und ja, magst du einen kurzen Ausblick geben oder vielleicht noch was verraten, einen Abschluss für unsere Zuhörer? Genau, wir feiern heute unser Staffelfinale in der zweiten Staffel. Und auch zum Thema Spiritualität passt halt wie immer, passt, es ist alles passend, ja. Auch da, wo das Ende ist, ist auch immer ein Anfang. Und wir gehen jetzt sozusagen in eine Form von kleinen Rückzug, aber nur weil wir auf anderer Ebene viel, viel mehr machen und viel, viel weitergehen und weiterhin für euch da sein werden. Aber für den Moment ist dieser Live-Podcast erstmal zu Ende, zumindest in der zweiten Staffel. Es wird nächstes Jahr auf jeden Fall was geben von uns. Ob das jetzt in irgendeiner Form kommt als dritte Staffel oder als Weiterführung, weil wir haben ja schon angekündigt auch, dass es die Wandelwoche auch im kommenden Jahr nochmal geben wird, in erweiterter Form, wie die in diesem Jahr. Und da werden wir uns auf jeden Fall noch rechtzeitig mit euch, bei euch melden und mit Infos versorgen. Also wir sind nicht aus der Welt, einmal weil wir uns genau hier nächstes Jahr wiedersehen und weil wir auch auf anderen Plattformen wie mensch-sein.jetzt ganz aktiv sind. Denn diese Woche hat unser Online-Kongress mit der Jennifer begonnen und der geht ein ganzes Jahr lang. Ihr könnt euch jederzeit kostenlos anmelden, kostenlos dabei sein und uns dort auch weiterhin sehen, uns Fragen stellen, mitwirken und einen Teil des Weges halt mit uns zusammengehen, wenn ihr das mögt. Und dafür seid ihr herzlich eingeladen, in jeder Form bei uns zu sein, bei uns zu bleiben und uns zu kontaktieren, falls ihr Fragen habt. Wir sind gern für euch da. Insofern freue ich mich und bedanke mich für euer Sein, für eure Teilnahme, für euer Dasein und Schauen. Und für euer Weitergeben. Dankeschön. Auch an dich, liebe Anna, für die tolle zweite Staffel und für das große Geschenk, mit dir zusammen hier sein zu dürfen. Ja, Dankeschön.
Dankeschön. Das kann ich genauso zurückgeben und empfangen. Also vielen Dank an uns alle und bis später. Ja, wir sind verbunden. Alles Liebe. Alles Liebe. Mach's gut. Tschüss. Tschüss. Thank you.